Hallöchen und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Starbound. In der letzten Folge sind wir nochmal auf diesem Eisplaneten gewesen und ich weiß gar nicht, wie ich die ganzen Folgen dann benennen soll, denn mir geht irgendwie gerade ein bisschen die Kreativität aus, wie ich das Ganze nennen soll. Ich habe ein bisschen, aber nicht noch nicht alles, an Zeugs hier gesteinigt, nenne ich es mal. Geisti kommt erstmal mit hier rein. Und dann wollte ich noch was zeigen, bevor ich es mache. Zwar haben wir hier so ein Gewehr gefunden. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt von dem Planeten ist oder ob das schon irgendwie vorher drin war im Inventar. Aber das hier würde ich... das hier ist mein Gewehr, was ich die ganze Zeit einsetze. So ein Sniper Rifle. Ich würde es gerne durch das hier austauschen. Assault Rifle. Ja, das ist so das, was ich mir vorgenommen habe. Ich glaube, das bringt auch was. Hoffe ich zumindestens. Das hier ist zwar mehr wert und ich glaube auch, das ist durchaus eine sinnvolle Waffe, aber ich habe jetzt einfach mehr Bock auf das Ding hier. Und da ich das aber nicht verkaufen möchte, weil das irgendwie schon, ich sag jetzt mal, fast emotionalen Wert hat, kommt es halt hier in die Kiste. Genauso die beiden Stuffs, die brauche ich ja jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr unbedingt. Aber die kommen jetzt auch in die Kiste. Die werden nicht verkauft. Die sind emotional wichtig. Dann kann ich das alles hier hoch tun. Und dann haben wir immer noch viel zu viel Zeugs mit, was wir rumschleppen und nie brauchen. Habe ich eigentlich die Gießkanne noch hier drin? Also selbst die Gießkanne fehlt. Da brauchen wir das hier eigentlich auch nicht. Da haben wir zumindest hier ein bisschen Ordnung. Naja, und ich habe Hunger. Ich hör's. Ihr auch. So, ein bisschen Nahrung habe ich produziert. Das war jetzt nicht wirklich sinnvoll. Und ich habe mir was überlegt, jetzt für diese Folge. Speziell für diese Folge. Ich nehme dich mit. Noch mal ein bisschen was anderes, weil ich jetzt was anderes machen möchte. Und zwar haben wir Snow Crash. Ich weiß nicht, ob wir die schon mal angefangen haben. Ich selbst habe sie... Nee, ich glaube, ich habe sie noch nicht angefangen. Werden wir jetzt gleich sehen. Ja, das ist auf jeden Fall der Plan für diese heutige Folge. Wir laufen auf dieser selbstgemachten Mission rum. Ich weiß gar nicht, was hier los ist, deswegen... Okay, hier ist eine unsichtbare Wand. Sieht auf jeden Fall cool aus. Dieses bisschen so Dschungelhaus im... Wow, das ist cool. In dieser Eiswüste. Macht auf jeden Fall schon mal Spaß, sich das einfach mal anzugucken. Achso, und was ich eigentlich in der Mission machen wollte, war Sachen scannen. Okay, das sieht aber eher aus wie Apex. Nee, das wäre ja schön, wenn es Apex wäre. Das sieht eher aus wie Glitch da oben hier. Wooden Frame Comfortable Mattress. Oben, bla bla bla. So. Maschinengebautes Türendings. Und eigentlich müsste man sich die ganzen Texte durchlesen, um so ein bisschen das Gefühl dafür zu bekommen, was hier alles los ist. Gut, also der verkauft was. Don't forget to load up before you go. Achso, da hätte man natürlich auch die Missionsbeschreibung mal durchlesen müssen. Vorher. Okay, hier geht's nicht hoch. Da ist eine berühmte unsichtbare Wand. Snow irgendwas. Das haben wir, soweit ich weiß, noch nicht erledigt. Deswegen müsste es hier drin sein, irgendwo. Snow Crash, da steht's ja sogar. Zweck Quest. The map has dictionary showing the coordinates far snow available outpost. Also ich soll den Apex-Rebellen helfen. Das ist so mein Auftrag. Okay, Scanning, Scanning. Ja, es ist kalt, weil die ganzen Buffs, die ich mir gegönnt habe, die sind jetzt schon wieder weg. Stirb, Schneemann, stirb. Ja, geht leider nicht. Oder geht's? Ne, geht nicht. Und ich habe nicht aufgepasst, was dir gesagt hat. Looks interesting. Ach du Scheiße. Wow. In der letzten Folge habe ich einen Geist gefangen und dafür habe ich meine ganze Ausrüstung so gelegt, damit ich den nicht aus Versehen töte. Jetzt wäre ich aus Versehen getötet worden. Nicht so gut. Ach je. Alter, war das knapp. So, die sehen jetzt ein bisschen anders aus, der Typ hier. Hast du jetzt andere Sachen im Angebot? Nein, hast du nicht unbedingt.
Ah, wir können da hier wieder looten. Das ist auch nicht schlecht. Ja, eigentlich schon, weil es die Sachen sind, die ich nicht haben will und nicht brauche und... Ach, was soll's. Nehm's trotzdem mit. Hier, das ist alles Vorkasse. Ihr habt mir beim ersten Mal nicht genug gegeben. Deswegen bin ich nochmal gegangen. So. Jetzt kriegt gleich wieder einen interesting Text von der Hedge. Yep. Ach, so ist. Ach, wir können gar nicht hier durch. Ich dachte, das könnte ich jetzt einfach hier mit Shift öffnen oder was immer das für eine Taste ist. Guck mal, und jetzt können wir den auch ordentlich umringen. Oh, keine Gefahr mehr. So, der nächste. Komm her, du. Komm. Komm. Ah, sehr schön. Das Ding sieht cool aus. Also hier die Leuchtedingens. Ich warte jetzt gar nicht, bis der zu mir kommt. Ich komme zu ihm. So, kann ich hier durch? Natürlich nicht. Unsichtbare Wand sei Dank. Dies. Ah, okay. Bäume, die Sonnenlicht speichern. Achso, das habe ich hier alles rausgenommen. Hm. Die tun zwar keinen Schaden, aber ich den leider auch nicht. So, mach. Wir kämpfen die mit Ninja Power. Ha, so habe ich mir das vorgestellt. So, jetzt geht's auch los. Jetzt fangen wir an, hier aufzuräumen. Tod den Affen. Allen. Ich unterscheide jetzt nicht zwischen Freund und Feind. Das müssen die schon selber machen. Ah, Nanostove. Der bringt doch bestimmt was. Nein. Aber wir können Reis kochen da drauf. Schade, dass wir nicht mitnehmen können. So, ich lasse gleich mal die Ninja-Sterne ausgerüstet. Könnte sein, dass wir die gleich nochmal brauchen. So, können wir das mitnehmen? Ach, gut. You made a mistake. Ja, dann halt mich doch auf. Oh, die können wir gut verkaufen. Lass mich doch mal in Ruhe nachdenken. Wie kann man sich konzentrieren? So, jetzt hier. Du wolltest mit Ninja-Sternen erschossen werden. Aber die Dinger haben ja eine furchtbare Range. Sehr furchtbar. Furchtbare Range ist furchtbar. Hat der gerade einen Raketenwerfer geworfen? Das ist aber nicht nett. So. Ah, cool. Ich kann hier bestimmt alles in die Luft jagen mit diesen Fässern. Rote Fässer bedeuten immer was Gutes. Oh, Bananasplit. Oh, lecker. Und Alien Food Jam. Okay, und ich habe ein Achievement bekommen für kulinarische Küche, die ich gar nicht so meins Verdienst ist. Also ich gucke mir erstmal hier alles an, bevor ich es aus Versehen in die Luft jage. Und dann jagt man es mit Absicht in die Luft. So. Ah, das ist ja unspektakulär. Ich dachte, hier passiert irgendwas Cooles. Nee. Ich habe übrigens keinen Plan, wo es in die andere Richtung gegangen wäre. Ich laufe einfach mal so, wie es mir gefällt. So. Ah, Stützpunkt auf. Gefunden, erforscht, wollte ich gerade sagen. Ah, ich finde schon ziemlich cool die Mission hier. So. Da sind noch mehr. Aber gleich nicht mehr. Was ist das für ein Schalter gewesen? Ich habe keine Ahnung. Tote Affen. Ich habe schon mal gesagt, egal. Wird nie alter Spruch. Und Sachen scannen. Toten Scannern. Ah, Moment mal, hier kann man wieder Zeug looten. Bestimmt.
Ah, so viele Sachen. Gunches. Okay, das war anscheinend nicht. So, habe ich so ein Ding schon mal gescannt? Anscheinend noch nie. Ah, ja, es gibt so viele Möglichkeiten, wo ich lang gehen kann. So. Ach Gott. Ich habe das Gefühl, das ist mehr wert für eine Folge. The gate switch when the guard tower looked like you can see through the window. It's small to climb and so tough. Irgendwas. Da komme ich nah an. Oh, das sieht cool aus. I don't know if all these colors work together. Stimmt allerdings. Es ist zwar irgendwie ein Regenbogen, aber nicht alles, was regenbogenartig ist, ist schön. Das muss man auch manchmal mal hinterfragen. Ah, okay, ich muss erstmal hier. Oder ich nehme den hier. Kann ich da? Ja, kann ich. Cool. Ja, ausgerechnet dafür kriege ich jetzt den Esther-Tipp. Erstmal heilen. Richtigen Waffen auswählen und Gegner totschmeißen. Ah, haben wir schon die. Die ersten haben wir schon aufgebraucht. Oh, das waren Raketenwerfer. Muss ich ein bisschen aufpassen. Ja, Raketenwerfer gegen Ninja-Sterne. Ja, Ninja-Sterne gewinnen. Immer. Natürlich gewinnen die. Und doch Ninja-Sterne. Aber ein Speer aus dem Mittelalter hilft auch. Nee, aus der Steinzeit sogar. Let's move. Okay. War's anscheinend. Okay, irgendwelche Früchte, die erstmal gleich mal. Apropos Essen, was haben. Es wird bald schlecht von unseren Sachen. Eigentlich alles noch nicht so schnell. Nee, machen wir das hier, damit wir ein bisschen Speedbonus haben. Oh, ich würde gerne diese Bananenbäume ernten. Das war schlecht. Ninja-Sterne! Ah, jetzt haben wir endgültig alle Wurfwaffen aufgebraucht. Auch sehr schön. So, was haben wir denn noch zum Werfen? Das Zeugs und die Jagdsperre. Und dann haben wir noch Wurfäxte. Ich will erstmal die Jagdsperre loswerden. Ah, oh, kein Special Loot. Perfekt. Ich will die Tür scannen. Und den ganzen Quatsch. Ah, normalerweise würde ich mir das jetzt alles wirklich durchlesen. Aber da wir gerade in der Mission sind. Okay. Hier ist dann wahrscheinlich der Teleporter für die Heimreise. Aber die können wir jetzt noch nicht antreten. Achso, ich wollte doch das hier machen. Ein Piano. Ah, das Ding. Kurios, I need to cross-reference this. Ach mein Gott, das ist so ein cooles Objekt. Das kannst du doch nicht ernst nehmen. Okay, hier fangen wir an. Kurios. Mach doch mal was Cooles, Esther. So, nächster Dingen. Top Particular Information. Esther, das ist albern. Classic Bookcase, cool Bookcase. Also eine Bibliothek mit verschiedenen Bookcases. Und die beiden gehören auf jeden Fall zu den Apex. Das hier ist Glitch-Zeugs, das würde ich gerne noch sein lassen. Ah, da oben. Da oben ist unser Auftrag, mehr oder weniger. Aber um den kümmern wir uns noch nicht, sondern hier um die beiden Kollegen, die gerne zerhäckselt werden möchten. Oder erstochen. Zum Glück habe ich eine ordentliche Rüstung an. Wird hier so gnadenlos sterben. Okay, das hier ist alles Glitch-Kram. Oh, das sieht ja süß aus. Was hast du da in der Hand? This glue hints hidden information. Okay. Noch. Allgemeiner geht's ja gar nicht. Ist this figure. Also.
Verehren Sie diese Kreatur oder besitzen Sie sie einfach, ist die Frage. Oh, hier, den Kollegen können wir noch scannen. The Scientist, Gargazer often warns danger of Inherit of Science. Also die Stargazers haben uns immer gewarnt, hier Wissenschaft zu missbrauchen, glaube ich, zumindest. Oh, das Tier, der Schrei, der Affenschrei. Der Affenschrei. Und das Ding können wir auch noch scannen, dann dürften wir eigentlich beides, dürften wir eigentlich mal voll haben. Zwei Quest. Na, es dauert noch eine Weile. Wir machen Snow Crash weiter. Na, ich glaube, das ist Apex, oder? Bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, ich scanne es jetzt einfach mal, weil ich glaube, das ist das Classic Set und das Classic Set, das kann ich euch scannen. So. Jetzt habe ich noch irgendwas bekommen. Thank you for rescuing me. Und take this. Lasst mich raten, ich habe irgendwie... Warum kriege ich die Dinger hier? Oder habe ich die mir schon vorher verdient? Cool. Endlich mal wieder was für meine Sammlung. Mhm. Ja, ich nehme es gerne mit. Da unten ist der Teleporti. Und... Ja, das können wir auch mal scannen. Oh, eine Gnome Gun. Cool. Da haben wir das dann auch mal gesehen. Gleich. Ah, die gucken wir uns gleich an, die Waffen. Achso, das ist einfach nur ein Tisch, auf dem das draufsteht. Und ich wette... Na, ich kann hier nicht rein. Um hier rein zu können, müsste ich jetzt in der Mission irgendwie noch anderen Kram finden. Und versteckte Schalter und so, und dann hätte ich es mir verdient, dort das Zeug looten zu können. Oder schiete mich durch. Hm. Leider funktioniert der Cheat nicht mehr, dass ich mir hier angucke, wie die Schalterbelegung ist. Dann könnte ich ungefähr ahnen, geht das Ding nach unten, geht es nach oben oder so. Aber das wurde mal rausgepatcht, dass geschützte Steine keine Verbindung mehr anzeigen. Das ist ein bisschen sehr schade. Ich kann ja nochmal gucken, ob ich hier irgendwie noch auf die Schnelle was finde. Okay, zumindest das hat sich nochmal gelohnt. Ich muss aber auch einen Schalter als Schalter erkennen. Da bin ich ja auch noch nicht so ganz firm drin. Aber die Mission war total easy. Ich glaube, ich war noch nicht hier unten. An der Toilette, das würde ich mich erinnern. Das hätte ich auch mitgenommen. Hm. Hier laufen noch viel zu viele Epics rum. Das können wir nicht so stehen lassen. Im Prinzip ist unsere Mission ja schon vorbei, aber... Wir wollen noch ein bisschen töten. Stimmt ja, das ist, der funktioniert ja wie eine Sonde. Ich hab komplett vergessen. Okay, hier kommen wir nicht durch. Hm. Okay, lasst mich raten. Ich muss erstmal einen Schalter aktivieren, damit ich hier ordentlich durch kann. Ah, okay. Aber ich habe auch eine Pflanze, die mich vor Gift beschützt. Die würde mich da vielleicht auch heil rüberbringen. Nein, das ist nicht euer Ernst. Nur damit ich dann das Blut darüber... Hm. Ja, ich will jetzt das Blut haben. Ah, maximaler Schaden. Ach, Mann. Und das Ganze dann nochmal zurück. So, take it. Take it. Und das nehmen wir auch alles mit. Oh, und jetzt kommt Gegner. Sehe ich die noch so einigermaßen. Wieso kann ich jetzt dieses Zeug nicht mehr werfen? Hat das so eine lange Aufladezeit? Anscheinend. Ach, wusste was. Ich streite mich doch nicht mit dir rum. Ich bring dich einfach so um. Hm, was haben wir denn hier? Ah, die Streuweite ist ganz schön heftig. Ist jetzt auch nicht so die allerbeste Waffe. Die ist cool. Macht doch einen schönen Geräusch, nenne ich es mal. Stunlauf. Ach, hier. Blueprints lernen wir erstmal. Ohne Rücksicht auf Verluste, ohne genau hinzugucken, was es ist und ob wir es überhaupt brauchen können.
Ein Doppelpack die Waffen, das wäre eigentlich schon wieder eine Überlegung wert. Nein, komm. Das hier wollte ich hierhin tun. Das habe ich mir gemerkt. Und die Gnomenwaffe, die können wir nochmal hier rein tun. Oh, hat die denn. Die ist eine 2 in der Waffe. Heißt das, die hat irgendeinen Effekt für die rechte Taste? Müssen wir mal rausfinden. Können wir mal ausprobieren. Nee. Ah, der bewegt sich so, der Gnome. Ja, gehen wir einfach mal hier weiter. Irgendwie kommen wir dann noch wieder raus. Dann werden wir den ganzen Weg zurücklaufen müssen. Macht coole Geräusche, wenn sie jemanden trifft. Wo kommen die ganzen Affen her? Also die ganzen Apex. So. Alles mitnehmen. Topic looks healthy. Okay, da haben wir gerade irgendwas aktiviert. Los. Achso, wir können ja mal gucken, ob wir hier irgendwas scannen können. Obwohl, das ist alles Sewer, das ist alles Glitch-Zeugs. Das hier nicht unbedingt. Umgedreht ist fast, das ist auch cool. Behind you, one. Wo denn? Ich will irgendwie was. Komm, ich will was töten. Ah, okay. Okay, da kommt Giftbrühe, das ist der Witz. Da hatte ich aber irgendwie hier mal was. Extreme Radiation? Da hatte ich noch irgendeine Sache, die mich vor Gift beschützt. Toxic. Das hier vielleicht. Ich hatte irgendeine Nahrung, die mich vor Gift beschützt. Ich finde sie jetzt gerade noch nicht. Hitze, Radiation, Speed, das ist normale Schokolade. Das ist Energie. Ah, hier das Ding. Ich hätte einfach nur warten müssen. So, machen wir uns mal hier klein. Weil das war die Taste, mit der ich mich klein mache. Und ich muss aufpassen, dass ich auf meinen. Oder war das der Schalter eben hier? Nee. Hier ist auch nichts dahinter. Es ist einfach nur so eine Dekotür. Ich muss mal langsam wieder hier durch, bevor mein Giftschutz aufhört zu arbeiten. Wie steht jetzt auf mich? Ah, okay, der macht die Tür zu. So, dass ich jetzt nicht mehr da zurück kann, es sei denn, ich laufe durch die Giftbrühe. Ah, okay. Hätte ich am Anfang irgendwie. Ich weiß nicht wie. Da einen Zugang gefunden, hätte ich hier durch können. Ah, ich diskutiere doch nicht mit dir rum. Einmal Gift bitte. Ah, da sind bestimmt Gegner rausgespawnt. So langsam verstehe ich das Prinzip hier. Hier hätte man sich da durchkämpfen müssen durch diverse Unannehmlichkeiten. War ich hier unten schon? Nein, war ich nicht. Bad feeling about this. Okay, wir sind schon am unteren Rand der Karte. Ach, was soll es? Gibt Gift und Eis und Laserstrahlen. Ich muss nur aufpassen, dass ich regelmäßig meinen Honig zu mir nehme, denn Honig ist gesund. So.
Ich wette, der eine Schalter, den wir da gefunden haben, der war schon... Achso, ich kann ja mal gucken, ob hier irgendein Schalter in der Giftbrühe ist zum... Halt, ist es auch egal. Wie gesagt, immer schön Honig essen. Alles gut. Ah, hier kommt man nicht durch. Wer weiß, ob man überhaupt durchkommen können soll. Hier ist noch was. Das muss noch untersucht werden. Also gehen wir hier lang. Aber ich würde gern wissen, in welche Richtung das jetzt gedreht werden muss. Müsste man eigentlich ausprobieren. Ah, Moment mal. So, noch mehr Sachen zum Scannen. Ein Bild. Das ist sehr schön. Anscheinend verstecken die Apex ihre ganzen Informationen in Bildern. Ein sehr mystisches Volk. Den nehmen wir die Waffe hier. Die habe ich... Ah, cool. Ich wette, das war auch gedacht so. Ist nur geraten, aber was soll's. Heilung und dann nehmen wir die Gnomenwaffe, weil ich will hören, wie sie singen. Singt für mich. Das macht es irgendwie cooler, die Waffe zu benutzen. Das passt eigentlich überhaupt nicht zur Hintergrundmusik, die ich eigentlich sehr schön finde für einen... Wie nennt man das? Eigentlich ein bisschen so Jump-and-Run-Shoot. Wie die guten alten Spiele in den 90ern. Ja. Da kommen so Retro-Gefühle auch bei mir. So, kann ich da rein? Wahrscheinlich muss ich das Ding da zerstören. Okay, so ein Halotl-Dingens ist hier. Können wir uns eigentlich auch mal eine Weave-Cola... Wir können uns jetzt mal eine Weave-Cola, mal gucken, was die bringt. Ah, hier, Swimboost. Jetzt kann ich unter Wasser schneller. Lass mal hier. Rising Slash. Aber es ist allgemein zu schwach. Ah, du bist auch zu schwach. Ich brauch dich nicht. Tut mir leid, du musst jetzt auch sterben. Obwohl... Es ist reine Selbstverteidigung. Behaupte ich jetzt mal. So, gut. Die machen keinen Schaden. Habe ich sowas schon gescannt? Nee, habe ich noch nicht. Ah, okay. Jetzt kommen wir so langsam in den Bereich, wo ich mich entscheiden hätte müssen. So nach oben, unten. Ich bin ja nach oben gegangen. It feels like he is missing something. Ah, dem Schneemann fehlt sein Hut. Aber ich weiß gar nicht, kann man Schneemänner mit Hüten überhaupt selber bauen? Ich weiß, dass es welche random generiert gibt und da kann man sich den Hut dann klauen, aber... So. Selber machen weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. So, hier mal gescannt. Schalter im Wesentlichen kaputt gemacht. Und auch eingesammelt zum Teil, wo das möglich ist. Jetzt haben wir hier noch einen Schalter umgelegt. Ich hoffe, das ist der richtige gewesen. Den Fernseher haben wir noch nicht gescannt. Interessant. Da oben ist noch was an. Das würde ich gerne ausschalten. Wenn das überhaupt geht. Nee, geht anscheinend nicht. Aber der Rest ist aus. Das Problem ist, ich habe ein paar Schalter mehrfach gedrückt und da weiß ich jetzt nicht, habe ich sie in der richtigen Reihenfolge gedrückt und sind sie überhaupt die richtigen, weil hier am Ende haben wir zwei Türen nur. Nur. Ah, war ich da oben schon? Ja, war ich auch. Vielleicht muss das Ding auch gedrückt werden. Ah, machen wir es mal aus. Was ist das? Die Bäume sehen interessant aus, da würde ich gerne mehr wissen. Ah, eine Tür haben wir aufgekriegt.
Eine Tür haben wir aufgekriegt. 75 Pixel und ein Spear Energy Wave. Na, das gucken wir uns gleich an. Erst wenn jemand den ernsten Kram mit. Energy Wave. Na, okay. Das ist allgemein nicht so besonders, das Spear. Ja, wollen wir nochmal nachgucken wegen den. Ich weiß aber nicht, wo. Wo könnten die Schalter dazu sein? Was muss ich drücken, damit. Oh, Moment mal, ich weiß, dass das Schalter sind. Nee. Dachte ich zumindest. Okay, es ist kein Schalter. Das wäre aber extrem fies gewesen, hätte man jetzt den Schalter nochmal so versteckt. Auf der anderen Seite. Wer weiß, was da für eine Belohnung drin ist. Ich will jetzt die Belohnung haben. Ich habe sie mir verdient. Ich habe alle Affen umgebracht. Wir drücken jetzt alle Schalter einfach noch einmal. Und ich muss mir merken, dass ich es wirklich nur einmal gedrückt habe. Ah, ich glaube schon, dass es der in der Kalinisation war, oder? Wenn ich jetzt den drücke, immer ein bisschen. Alter, die Folge dauert viel zu lange. Haben wir noch irgendwas, was uns ein bisschen einen Speedboost gibt? Das hier vielleicht? Ne, ich kann nichts mehr essen. Ich glaube doch eine. Ah, okay. Das hat gar nichts gebracht. Vielleicht? Ja, komm. Irgendwas an versteckten Schaltern, offensichtlichen Schaltern. Wir haben den Stuhl noch nicht gescannt und das Ding noch nicht. War hier ein Schalter? Nein. Ich glaube, hier kam dann noch nichts mehr. Nee. Ah, ich fürchte, der war schon unten in der Giftbrühe und. Ich hoffe, ihr seid mir nicht zu böse, aber ich werde das jetzt beenden. Denn. Ja, vielleicht müsst ihr auch noch selber was rausfinden, dann. Ich finde, die Mission hat. Also, da das letzte Geheimnis, das könnt ihr ruhig selber lüften. Was in der letzten Tür ist. Ich weiß, es ist mega fies, aber ich habe jetzt echt keine Ahnung, welche Tür da. Geöffnet werden muss. Welcher Schalter die Tür öffnet? Welche Tür weiß ich? Das ist die da. Aber ich weiß nicht, wie man sie öffnet. Also, Teleport zurück. Geschafft. Irgendwie. It's done. Fuel efficiency, but keep working it. Okay. Danke, Hühnchen. Ich wollte eigentlich mal gucken, was wir jetzt hier an Fuel haben. Okay, ist alles voll. Das heißt, wir können jetzt schneller irgendwo hinfahren. Naja, für die Folge hat es sich trotzdem gelohnt. Wir haben Lebensmittel, die ich irgendwann mal bald essen möchte. Hier, das hat sich nicht so gelohnt. Wir haben hier Trophäen bekommen. Kriegen auch gleich einen Trophäenplatz. Das werde ich dann auch nochmal irgendwann umändern, aber jetzt soll es erstmal so sein. Wir haben Research Terminals bekommen, weil wir die kaputt gemacht haben und die Reste eingelesen haben. Und wir haben neue Waffen. Die kann weg. Die kann weg. Stimpack können wir hier lassen. Ja, im Prinzip haben wir jetzt noch die Regenbogen-Gnomen-Waffe bekommen. Und Batterien, aus Versehen. Okay, ich verkaufe jetzt noch den ganzen Kram. Überleg gerade. Mache ich jetzt noch eine Folge oder mache ich keine? Nochmal auf einem Eisplaneten? Das Problem ist auch, es ist mir gerade wirklich kalt. Mir ist gerade kalt und dann ist es nicht gerade förderlich, wenn ich hier so Eisplaneten besuche. Auf der anderen Seite passt das vielleicht auch ganz gut. Egal, für die Folge, das ist eigentlich ein guter Abschluss. Waffen verkauft. Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wo ich noch nicht genau weiß, was wir machen, aber es wird schon okay sein. Bis dahin, tschüss.